Hallo liebe Pfeifen-Community. Ich mit meinen 29 Jahren möchte eigentlich an Ritualen festhalten. In unserer schnelllebigen Gesellschaft finde ich es immer schön, wenn man bei bestimmten Dingen einfach mal zur Ruhe kommt. Die Pfeife bietet dafür die allerbeste Gelegenheit. In der Pfeife habe ich heute, was übrigens eine V&B Basic ist, den Free Minds Nummer 3 vom Tabakhaus Falkum, meine Weihnachtsmischung, Äpfel, Zimt, bestehend aus Virginia und ein bisschen Black Cavendish. Weil ich einfach nicht so viel Geld ausgeben wollte für die Weihnachtsmischung von Petersen oder Cola Sonkop. Und ich denke, Tabakhaus Falkum hat für mich die ideale Tabaksmischung für die passende Jahreszeit. Ich möchte wieder ein Thema aufgreifen, was in den vergangenen Jahren unter uns Pfeifenrauchern hier auf YouTube eigentlich ein ungeschriebenes Gesetz war. Vielleicht bin ich auch mit dem 14. Dezember ein bisschen früh dran und vielleicht kommt ja noch einiges. Aber ich denke, ich möchte einfach eine Tradition weiterleben lassen. Zum einen, dass die Pfeife beim Quatschen ausgeht und zum anderen möchte ich mein Pfeifenjahr Revue passieren lassen. Ich stelle euch heute mein Pfeifenjahr und mein Tabaksjahr 2015 vor. Wie ihr bei bestimmten Videos von mir schon gesehen habt, war bei mir dieses Jahr einiges los. Also fangen wir am besten mal mit den Höhepunkten an. Zumindest pfeifentechnisch. Mein erstes pfeifentechnisches Großereignis war dieses Jahr Loma. Eine Premiere für mich. Die Pfeifenmesse oder Deutschlands größte Pfeifenmesse in Loma das erste Mal zu besuchen, war für mich schon ein Highlight. Natürlich bereitet man sich auf so einen Messebesuch, wie ihr alle, unheimlich vor. Und natürlich legt man dann auch ein bisschen was auf die Seite. Aber dann wird man auf so einer Messe natürlich schon so ein bisschen beeinflusst oder auch überrumpelt von diesen ganzen Eindrücken. Aber ich bin standhaft geblieben. Ich habe mir im Vorfeld der Messe natürlich meine Gedanken gemacht, welche Rauchhölzer mich wirklich interessieren. Interessieren tut oder hat mich zu dem Zeitpunkt der Klaas Rossmann. Der die Pfeifen auf seiner Webseite ja immer so schön vorstellt. Und ich schlich also vor Loma schon so im Januar, Februar immer mal wieder auf seiner Webseite vorbei. Und da lachte mich wirklich eine Pfeife an und ich dachte nur so, wenn die bis Loma nicht verkauft wird, gehört sie mir. Also hoffte ich schon, dass die Pfeife keinen Käufer findet. In Loma angekommen, Rundgang über die Messe. War es für mich dann endlich soweit, ich erblickte den Stand von Klaas Rossmann und schlug dann auch endlich zu.
Vorgestellt hatte ich euch die Pfeife natürlich. Und unter Feuer war sie auch schon einige Male. Über die Qualität von Klaas Rossmann wurde hier auf YouTube schon in meinen Augen genug positiven Dinge erwähnt. Die kann man alle so unterschreiben. Ein weiteres Highlight war jetzt im Spätherbst die Pfeifenmesse in Speyer. Das waren so die Highlights, pfeifentechnisch, die mich dieses Jahr erreicht haben. Und nun bauen wir ein bisschen um und es geht zu den Tabaken. Für mich gab es dieses Jahr tabakmäßiges einiges zu entdecken. Einige Tabake kann ich euch leider nicht mehr zeigen, weil es entweder limitierte Editionen waren oder sie mir einfach so gut geschmeckt haben und ich sie einfach weggeraucht habe und mir bis dahin noch keine Ersatzdosen besorgt habe, weil großes Ziel von mir ist einfach bestimmte Tabake permanent in meiner Tabakbar zu haben und deshalb habe ich auch so eine kleine Rangliste für meine All-Day Smokes, die man eigentlich immer in meinen Augen in der Tabaksbar haben sollte. Aber ich fange nun mal an. Dieses Jahr bereits vorgestellt, weil ich ja so ein Kaffee-Junkie bin. Ich trinke leidenschaftlich gern Kaffee und dachte, Kaffee kann ich auch mal rauchen. Ich hatte einfach eine Alternative zum Horst Lichter Espresso-Tabak gesucht. Und habe gedacht, mit Tabakhagel finde ich einen Tabak, der mir zusagt. Ich möchte nicht sagen, dass der Tabak schlecht ist. Das auf gar keinen Fall. Aber ob ich mir den Tabak nochmal hole, weiß ich nicht. Weil irgendwie trinke ich doch den Tabak lieber, als in meiner Pfeife ihn zu verrauchen. Aber es war eine schöne Erfahrung und ich möchte diese Erfahrung nicht missen wollen. Diesen Tabak, den Paul Stanley Jubilee, habe ich dieses Jahr kennengelernt und echt für gut befunden. So dieses feine, gut abgerundete Tabaksaroma von diesem Tabak hat mich echt sehr überrascht. Zwischendrin immer mal wieder in meiner Pfeife. Wer noch nicht kennt, vorgestellt worden ist er von anderen hier auf YouTube zu genügen. So für zwischendurch immer mal eine Pfeifenfüllung wert.
der Paul Stanwell Jubilee My Home Blend. Da ich ein Riesenfan von Flecktabaken bin, würde der eine oder andere sich jetzt nicht wundern, dass ich diesen Klassiker immer bei mir in der Tabaksbar habe. Auch 2015 hat er mich immer begleitet. Der Richmond Navy Cut. Über die Qualität einer bestimmten Tabaksfirma brauchen wir uns bestimmt nicht unterhalten. Oft genug schon hier vorgestellt und für mich eigentlich immer in der Tabaksbar griffbereit. Der Dogworker. Der Haymaker. Natürlich gab es auch Tabake mit echtem Suchtpotenzial. Die Nummer 400 von Magnus Falkum in Miltenberg. Der Mango Flake von Magnus Falkum in Miltenberg. Der My Way als Aromat, der mich dieses Jahr sehr begeistert hat. So, lieber Wolfgang, lieber Helmut, jetzt bitte einmal weggucken. Auch mir schmeckt er. Der Prime Selection Nummer 10 aus dem Hause Falkum. Und jetzt kommt für mich der Tabak des Jahres. Der Juju Train. Dieser Tabak hat mich so begeistert, dass er bei mir in der 250 Gramm Triebtäterpackung her musste. Er begeistert mich jedes Mal aufs Neue. Diesen Tabak kann ich einfach nur nebenher wunderbar lecker nebenher rauchen. Einfach nur geniale Sache. Ich kann nur sagen, da ist DTM ein richtig großer Wurf gelungen. Ich möchte eine alte Kategorie von dem Pfeifenjahr immer mal wieder aufgreifen. Wir haben immer so Pfeifenmenschen oder Pfeifengruppen des Jahres immer gekürt. Aber bevor ich zu dem Thema komme, möchte ich auch an die Mitglieder erinnern, die wir verloren haben, die immer in unseren Herzen sind. Und deswegen möchte ich einfach eine Minute für diese Person innehalten.
Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, auch unseren verstorbenen Kameraden zu gedenken. Und jetzt möchte ich zum Abschluss des Videos die Pfeifenmenschen des Jahres für mich benennen. Für mich gibt es zwei Kategorien, einmal die Pfeifenmenschen in YouTube und einmal die Pfeifenmenschen außerhalb von YouTube. Ich möchte anfangen mit den Pfeifenmenschen von YouTube, die mich echt beeindruckt haben. Und zwar sind es auf der einen Seite der Andreas, mein Vergnügen, ein für mich der Pfeifenmensch in YouTube für das Jahr 2015. Das Treffen mit ihm hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ein herzensguter Mensch und ich muss sagen, es macht immer wieder Spaß, die Mitglieder von YouTube persönlich kennenzulernen, sei es über den virtuellen Weg, über den Pfeifenstammtisch. Ich denke da an Wolfgang, Yogi und den Kai. Oder auch den Helmut. Und dann gibt es natürlich auch die Pfeifenmenschen außerhalb von YouTube, die unser Hobby unterstützen und unsere kleine Verrücktheit, die wir alle ein bisschen haben, sonst könnten wir das Thema Pfeife und Tabak nicht so ausleben. Das sind zu einem unserer Ehefrauen, die unser Hobby und unsere Leidenschaft vielleicht manchmal sogar unterstützen oder bei anderen sogar tolerieren. Und ich möchte mich auf diesem Weg einfach bei den Menschen bedanken, die uns eigentlich bei unserem Hobby außerhalb von YouTube unterstützen. Das wollte ich nur mal loswerden. Ich wünsche euch jetzt eine gute Zeit. Genießt die vorweihnachtliche Stimmung, auch wenn das Wetter ja nicht so mitspielt. Wünsche euch alles Gute. Eis Fred Marines and Fly, euer Eagle Pipe.